bitte einfach mal durch die Granaten verrecken, du. Es gibt's. Ja, jetzt! Jetzt ist zu spät! Da hinten ist, glaube ich, noch eins. Ey. Als hätte ich mit dem fetten Vieh nicht schon genug zu tun. Nee, da muss man auch noch alles vollstopfen mit diesen kleinen Viechern, die uns verrecken, nicht verrecken wollen. Jetzt verreck doch! Wie willst du das denn killen? Sagst du, was sie gibt mir auch alles aus? Also alles, was irgendwie Schaden machen würde bei dem fetten, großen Ding. Ich hoffe, das war jetzt der letzte kleine. Kleine. Bringt es mir irgendwas, da hoch zu gehen? Nee, hier ist nämlich nichts. Außer Weg nach da unten. Aber der bringt mir ja nichts. Vielleicht liegt hier noch irgendwo was. Bisschen Gesundheit vielleicht? Nein. Wäre albern. Brauchen wir im Bosskampf nicht. Bei den letzten Boss-Leveln war das schon so ein bisschen gönnerhafter, das Spiel. Wo ist denn das fette Vieh jetzt? Na toll, jetzt muss ich es wieder suchen gehen. Ist doch nicht tot, oder? Nee. Soll ich das denn gekillt haben? Da ja noch mehr so kleine Pass. Ach, komm. Ich glaube, die spawnen hier einfach. Die können so nicht rumlaufen. Also können schon, aber. Ich glaube zumindest, dass da noch so ein kleines Vieh rumgelaufen ist. Excellent, ich habe mich selbst gekillt. War das jetzt schon? Ja, ich hab das schon, okay. Was ist denn jetzt dieses fette Vieh? Oder habe ich das vielleicht schon... Hat mich wieder irgendwas gekillt, das ich nicht mal gesehen habe, weil... Ach, komm schon. Die okay, die laufen noch ganz viele von denen rum. Und die haben natürlich einen Hitskin-Angriff, weil warum sollte man keinen Hitskin-Angriff geben? Super, und ich habe hier in diesem gesamten Level kaum Heilung. Und der Mega-Laser ist einfach nur kacke, komm. Oh, wie soll ich denn das Vieh jetzt noch killen? Es darf halt nicht auf mich schießen, weil das halt... Ach, komm schon. Wow. Da will ich mir wohl den Speedrun aber mal angucken, du. Kriegst du halt auch einfach nicht tot? Und man sieht sie teilweise halt auch nicht, weil da so viel Schatten ist. Gut, wird noch interessant, das Vieh zu töten. Thank you.
Was, was ist jetzt schon wieder? Ach, ist mir das große Vieh noch irgendwas von mir? Hä? Was ist das jetzt hin? Okay, wir ignorieren die Kleinen einfach, das ist... Ich geh jetzt mal das große Vieh suchen. Wenn es noch lebt. Ich nehme an, es noch lebt. Warum sollte es nicht mehr leben? Ich habe es nicht gekillt, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich kann aber das große Vieh gar nicht suchen, weil die Kleinen mich... Ach, komm schon. Easy, seht ihr? Sei die ganze Zeit. Überhaupt kein Problem, diese kleinen Viecher zu killen. Die jetzt wahrscheinlich gleich wieder nachspawnen. Wo ist das Große? So, meine Raketen sind fast ein. Moment, das ist jetzt offen. Habe ich es geschafft? Ist alles tot jetzt? Ja, ist offen, also nehme ich an. Ja, easy. Alles gar kein Problem. Ich bin mir sicher, auch ohne Stealth-Stats wird das überhaupt kein... Hat das mal jemand Probe gespielt? Also vor allem dieses Level? Habe ich dieses Mal vielleicht abspannen? Ha! Oh, dieses Mal habe ich sogar abspannen, Leute. Oh. As beast and its four servants die, das waren vier a priestless silence falls, broken only by hammering of my own heart in my chest. Run to the now open exit and out of the, into the maze of corridors through which I came. I encountered many, many aliens lying twitching on the ground, oddly still with glazed eye and greed frost drying out on their lips. When it seems to have turned their weapons themselves, unable to bear the pain of the sudden silence in their mind. Und nicht so schnell, bitte. Takes several hours to locate a working teleporter to taken back aboard a port the orbiting alien ship. The scene there is the same. Hordes of alien. Is a dead or cartoonic? I cannot tell. I walk slowly and hawks. Ja, ich muss nochmal laden. I walk slowly and hawks back to the Indomitable, wie auch immer man das ausspricht. Averting my eyes from the pitfall scenes around me. I know that my work is not finished yet. Once aboard, I make my way to the bridge. I manage to restart the main power generators and get basic navigation back online. Working from the memories. Working from the memories implanted by the dying marine, I painstakingly programmed the computer to deal the killing blow to the enemy. At least the task is finished. The ship hums into life, accelerating slowly out of orbit, towing the massive alien craft and its mindless cargo behind it. As the image of the alien sun grows in the view screen, I think about what I have seen. Fragments of technology stolen from civilization, how long ago, how long since they were exterminated by the Parasites. Mal nicht so schnell, das kann doch kein Mensch lesen. By these parasites. And how many more if they are allowed to continue? The sun looms hideous large before me, seeming at the last moment to slip to one side as the cruiser slingshot itself through the immense gravity well, speed doubling and doubling again. The ship shudders and groans as the ponderous mass and the alien ship tries to tear itself free. Feel a distant twinge of curiosity as the vessel it will succeed. My English is really good. The navigation computer chatters quietly to itself as it makes tiny course correction and brings the payload to bear on its target. Das kann ich nicht. So schnell kann ich nicht lesen spielen. Make tiny course corrections. Bring the payload to be its target. Only sit
watching blankly as we hurtle back towards the planet. The Navicom beeps quietly to signal the blowing of the explosion bolts holding the docking ring. So great is our speed that the alien ship does not recede, but simply vanishes from sight, tracking only on the readouts of the computers in front of me. One readout in particular occupies my attention. Red number spin towards zero is my invisible agent of destruction spins toward oblivion. 3 digits, no two and no only one. Shift my attention to the image of the alien world receding behind my ship. 3 1 2 1 0. Trailing at nearly a quarter of the speed of light, the alien ship smashes on the planet, flashing past the useless orbital defense, which should have neutralized millions of miles earlier. Passes through the 20 miles of atmosphere in a little more than 1/10,000th of a second. The air directly beneath had no time to be pushed out of the way. In another 10th of a second, it was molecule thick, a layer of 1,000 miles below the planet's surface. Nicht so schnell, Spiel! Oh, komm! Junge! Wow. Okay. Okay, Spiel. Such was the heat and pressure caused by the impacts of the part of the molten core the planet underwent nuclear fusion, vaporizing thousands of billions of tons of surrounding material. This expanding superhot plasma cloud forced its way up through the mantle and crust, fracturing the surface of the planet, blowing condensed chunks into space and heating the tortured atmosphere to ignition point. Within 2 minutes of impact, the doomed planet was a mishapen incandescent ball, with burning fragments spinning decisively slowly in the re-orbit before the impact of the test. Alter! Nein! In a matter of weeks, the small amount of matter which had undergone fusion burned itself out, but the planet still glowed suddenly from a million cracks and holes in the crust. It couldn't continue to do for a million of years to come. The world was barren and dead, and the creatures once roomed its surface no more than a memory in the mind of one man, sleeping dreamlessly as the invisible speck of the ship speed suddenly on towards home. Ich glaube, da fehlt ein E bei Speed. Alter, das kann doch kein Mensch lesen, oder? Elibiter D2. The Killing Grounds. Hey, ohne Safe Games bestimmt sehr gut machbar. Gut, er hat einen Speedrun erzählt, nicht? Speedruns zählen nicht. Ich finde immer den Weg. Game Design, Game Code, Editor Code und In-Game Text Andrew Clissero. Ein Entwickler. Für all das, okay? Graphics, Michael Green oder Michael Green, wie auch immer. 3D Objects Design, 3D Editor, Serial und US Code. Charles Blessing, oh nein, ist gut, naja. Musik, Ben Schander. Es waren nicht so viele Leute, die hier eben gearbeitet haben. Projektmanager. Phil Quirk Webster. Lass mich raten, es gibt keine Tester. Playtesting, was? Nein. Phil in the Wolves. Das ist nicht mal ein richtiger Name, was? Additional Graphics. Pete Lyons. So viel extra Grafik hatten die nicht. Oh Gott, nein! It's a beast and it's 4-7 style. Beast is like. Moment. Ach, das ist wegen nur wieder von vorne an. Okay. Kann man da irgendwas? Nee, das ist jetzt, glaube ich, ein Endlos-Loop. Okay. War doch ganz easy. Ich kann es halt jetzt nicht wieder starten, wenn ich es beende. Deswegen gehen wir einfach mal hier hin. Nur töte mich mal. Das ist auch Blödsinn, weil ich hier von... Ich muss einfach S drücken. Ey, aber Moment mal. Nein! Es gibt ein Two-Player-Master. Two-Player-Slave. Was passiert, wenn ich jetzt Play mache? Es passiert gar nichts mehr. Gut. Das war Alien Breed 3D2.
kann Safe Position machen. Ich kann nicht Safe Position. Moment, Moment. Habe ich jetzt gesaved? Oh, ich habe Level P. Hey, warum ist da noch New Game? Also wahrscheinlich, okay. Ich habe gesaved, okay. Das war Alien Breed 3D2. Ich muss mal gucken, ob ich da... Ich habe irgendwas von einem Map-Pack oder sowas gelesen. Also von noch mehr Maps, die erstellt wurden, die auch besser sein sollen als das Hauptspiel. Ich muss mal gucken. Uiuiui. Ich kann es nicht mehr starten, wenn ich es beende. Aber das ist in Ordnung. Ich habe doch nur... Oh Gott, das kann man... Ja, das möchte ich. Ich möchte es natürlich ohne Maus spielen. Kann man auch wieder andere Level spielen? Nein, okay. Das war... Alien Breed 3D2. Ey, ey. Das Spiel hätte definitiv ein bisschen Liebe gebraucht und also ich, ja gut, also man kann es natürlich, also Moment, wenn man das schön runterdreht, das ist ja High Quality, Reduced Quality, man kann hier noch irgendwas runterdrehen. Ja, Lightning-Effekte deaktivieren. Genau. Also so kann man das vielleicht tatsächlich in... Oh, es läuft echt flüssig so, ne? Also so kann man das bestimmt in... Wenn man jetzt noch die 2 MB-Version installiert hätte, käme es noch besser. Also... Ist doch genau, wie man spielen will, oder? Ich meine... Man sieht fast schon was. Also jetzt läuft es richtig flüssig. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, ist auf 80.020er mit. Ach, die Karte wird damit auch natürlich... Die Karte wird da auch mit über... Oh, wow. Ja, so möchte ich das spielen, ne? Aber warte mal kurz. Nein. Ja, also so kann ich mir schon vorstellen, dass man das spielt. Wir können jetzt also für die maximal schlechte... geil, es funktioniert nicht mal richtig, das Verkleinern. Also für die maximal minimale Qualität könnte man jetzt noch die 2 MB Version installieren. Ah, oh, das war noch bevor, okay. Ja. Es läuft auf jeden Fall jetzt sehr flüssig. So, ich möchte mal was ausprobieren. Ja, das ist noch gar nicht offen, das heißt, man muss die Viecher... Okay. Also ich habe hier 1. Oh wow, also 2, mindestens 2 würde ich sagen. Ja, ich möchte nicht sagen, dass die Waffe jetzt noch viel vom Bild wegnimmt, aber sie nimmt schon ganz schön viel vom Bild weg. Okay, wie gesagt, das Spiel hätte definitiv... Puh. Den Gegner fast nicht. Ach, wenn ich tot bin, kann ich nicht mehr. Okay. Das Spiel hat definitiv irgendwie Liebe gebraucht. Ich will nicht sagen, dass es scheiße ist. Es ist halt einfach. Es fühlt sich so unfertig an. Es läuft einfach nicht auf die Minimalantwort. Ich meine, ich habe die dickste CPU drin, die man haben konnte im Amiga mit 50 MHz. Es gab noch welche, die auf 80 getaktet sind. Damit hätte das vielleicht flüssig funktioniert.
oder mit dem RTG-Patch, dann schafft man mit einer Grafikkarte dann schon 24 Frames. Sekunde angeblich laut dem Patch. Uff. Egal. Es hat erstaunlicherweise Atmosphäre. Trotz dieses kleinen, kurzen Musikstücks und der Fußschritte als einzige. Vielleicht gerade deswegen, weil es nicht so viel Sound hat, sondern nur diese Fußschritte und diesen immer gleichen Soundloop. Schwer zu sagen. Es ist. Okay, 96 war auch die Steuerung, aber das ist halt auch irgendwie ungewohnt, dass man mit rechts schießt und mit links nach vorne läuft und die Tasten nach vorne laufen komplett deaktiviert wird man mit. Das ist alles so ein bisschen. Und egal was man drückt, startet immer wieder da, okay. Oh, man kann es auch so machen. Ja, perfekt. Ach, das ist auch nicht wahr. Ja, so hat man natürlich viel mehr von. Ja, nee. Uff, also das Spiel hätte definitiv nochmal Liebe gebraucht. Man merkt die Framerate halt schon. Das ist definitiv nicht flüssig hier. Das ist definitiv. Auch die Balance ist so. Im ersten Teil ging das noch, aber hier ist das schon so ein bisschen. Ich glaube, das soll irgendwie so ein. Aber Hauptsache, man kann noch Zeug einsammeln, wenn man tot ist. Oh, zu dumm, dass es mich nicht mehr heilt. Es ist schwierig. Ich kann verstehen, dass das Spiel. Es hat auch nur so bedingt noch was mit Alien Breed. Das hatte schon der erste 3D-Teil. Das nur noch wenig mit Alien Breed zu tun hatte. Das Monster ja, aber die Roboter und so. Schwierig alles. Muss man nicht gespielt haben. Aber ich wollte es halt mal spielen. Und ja, ich gehe mal gucken, ob ich diese Maps, die ich nicht gelesen habe, mal finde. Und wenn ja, dann spiele ich die auch noch. Und wenn nein, also wenn ich sie zum Laufen bekomme, das weiß man immer nicht so genau. Und ich bin sicher, man kann hier irgendwo durch Wände gehen. Da gibt es bestimmt irgendwas. Egal. Das war Alien Breed 3D 2, The Killing Grounds. Nicht der beste 3D-Shooter, den man spielen kann, aber naja, 96 auf dem Amiga hatte man auch nicht mehr so viel Auswahl. Egal. Das war's fürs Erste. Ich sage auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal Alien Breed oder bis zum nächsten Let's Play. Mal gucken. Entweder wenn ich die Maps finde, mache ich das. Wenn nicht, gibt's eine Wahl. Ja. Sage ich tschüss.